hören da ins Weltall hinein, ob da einer Radio hört. Ja. Und? Stand am nächsten Tag in der Zeitung. Wer war das? Kriminell. Das ist doch wirklich herrlich. Ja. Wir sind jetzt 5 Minuten vom Zentrum von Rheinbach rausgefahren. Ja. Wir sind mitten in der Natur. Ja. Rheinbach. Manche finden das. Ich sage immer Rheinberg, Rheinbach. Mhm. Rheinberg ist wieder Rhein, ne? Mitten in der Natur. Voreifel. Ja, das ist der Unterschied zur Großstadt, würde ich sagen. Hast du wirklich... Das ist ruckzuck. Hast du Haus hier, mitten, hier hast du einen Käfer. Du denkst, hier wohnt keine Sau. Ein Stückchen weiter, früher sind wir immer hier, wenn ein kleines Stückchen weiter fährst, da ist Loch. Und dahinter ist die Mattbachtalsperre. Ja. Die Mattbachtalsperre da, das ist so eine ganz, ganz winzige Talsperre. Da war eigentlich so Brauchwasser für die Tuchfabrik drin. Mhm. So, also das heißt, so richtig tippitoppi sauber, wie man sich so eine Talsperre vorstellt, war das nicht. Aber weißt du, was der große Vorteil war? Da konnte man, nicht offiziell natürlich, aber kann man mal nackig gebadet. Ja. Das war natürlich damals das ganz war natürlich groß, der Geheimtipp. Ne? Ja. Ah, das war super. Ja, erzähl mal, wo ist das Waldkapellchen? Da ja, das Waldkapelle ist direkt hinter Rheinbach, ne? Ja. Ja, ja, genau. Und da haben die damals, das ist ein Wallfahrtsort, ja. Da haben die damals in so einem Scheit, Holzscheit, haben die INR gefunden, weißt du? Wie? Was haben die genau gefunden? Da haben die diese Inschrift gefunden. INRI. Ja, genau. Ja. Also nicht die ganze, ne, sondern die ersten drei Buchstaben. Und da haben wir, da in dem Wald, ich war mit 18, mit zwei Kumpels von mir, wir waren ja Ökos, habe ich ja gesagt. Wir waren ja engagiert und dann haben wir nachts, sind wir da hingefahren und haben auf die Bäume mit Farbe so riesen Augen gemalt und dann unter Schilder gehängt. Wir sehen alles, was ihr mit uns macht, von wegen Umweltverschmutzung, Ozon und so weiter. Das stand am nächsten Tag in der Zeitung. Wer war das? Kriminell und so weiter. Und da dachte ich, weißt du, da war nicht Fridays for Future, da war es Saturday Night for Future, war das bei uns. Das ist jetzt der Ruscherkuchen. Du weißt ja jetzt nicht, was das ist. Den hat er, ich habe den ja jetzt gebacken und zwar nach einem Rezept meiner Mutter. Meine Mutter hat den immer gemacht. Deswegen habe ich den mitgebracht. Und zwar ist das ein Rotweinkuchen. Da ist Rotwein drin. Also nicht so viel, dass du nicht mehr fahren kannst. Ein 8 Liter Rotwein auf dem ganzen Kuchen ist da drin. Ich finde, das schmeckt mir auch. Rotwein hat ziemlich schön. Ja. Sachertorte kennt man ja, aber Ruscherkuchen. So, da ist der Ruscherkuchen. Der wird jetzt weltberühmt, wenn wir den jetzt bei YouTube ein bisschen Link verlinken. Ja, fantastisches Rezept, würde ich dazu stellen. Aber ich merke, du redest immer sehr positiv über deine Heimatstadt Rheinbach, ne? Ach ja, na klar. Ich meine, das war zum Aufwachsen war das schon gut. Ich meine, ich war dann froh, als ich weg war, weil man muss ja auch mal raus und deswegen... Aber es ist bei meiner Tochter genauso, ne? Die ist ja in Köln aufgewachsen und die sagte irgendwann, Köln ist zu klein, ist nach Berlin gegangen. Ne? Ja. Das muss jeder selber wissen. Das muss jeder selber wissen. Und manche kommen ja dann wieder zurück, ne? Ja, ich hoffe es ja. Jetzt die Zukunft. Jetzt hast du ja zwei Kinder. Die fragen auch viel, ne? Oder sagen dann, wir sollen mal weniger Plastik verbrauchen oder warum ist da jetzt wieder so? Oder wenn ein Wagen halt mehrere Auspuffe hat, Da wäre der Wagen ja toll, der hat ja einen Auspuff. Ne? Ja, da ist dann natürlich, das ist ja klimafreundlich, der Wagen. Ne? Wir sind mal hier.
Rheinbach ist eine kleine Stadt, aber sie hat vor der Haustür das größte Radioteleskop der Welt. Richtig. Ja, heute ist es nicht mehr das größte. Nee. Es gibt jetzt ein größeres, aber es war jahrzehntelang. Von Europa ist es das größte. Von Europa, ne? Ist das größte. Ja, es war jahrzehntelang das größte der Welt. 100 Meter Durchmesser. Das größte schwenkbare. Ja. Um 360 Grad. Ja, ach so. Also man muss das so genau nehmen. Ne? Und du warst als Kind oft hier? Ich war oft hier, das war ja neu damals. Das wurde ja kurz nach meiner Geburt wurde das ja erbaut. Mhm. 1972, ne? Habe ich gesagt, Mensch, da kommt die Barbara, da müssen wir genau, da machen so ein Riesending zu Ehren bauen. Ja. Nee, aber war ja wirklich so, weil das war dann natürlich dadurch nochmal sensationeller, weil es einfach neu, das ist ja auch ein gigantisches Ding da, ja. Oschi. Und da sind wir dann hier immer hin und ich habe das erst nicht so richtig kapiert, ne, was das ist. Ich dachte, das wäre ein Kirmesgerät oder so, konnte man aber ja nicht drauf. Also erstmal öde. Hm. Und dann aber die anderen Male fand ich das dann auch toll, weil das ja so imposant ist. Ne? Ja, das und ist das ist ja unvorstellbar. Die hören da ins Weltall hinein, ob da einer Radio hört. Ja, ne? Genau. Ne? Genau, Radiowellen. Ne? Ja, genau. Und was für ein Sender? WDR 5 oder ob die deine Kolumne auch hören. Ne? Genau, oder deine. Oder meine. Du hast ja mehrere Radiokolumnen. Genau, ne? Du hast ja im Hessischen Rundfunk, ja, ne? Im Westdeutschen Rundfunk. Ich habe jetzt WDR. Ja, genau. Hör mal, ich glaube, farblich ist das super hier. Ne? Ja. Da hast du da oben rot, ich habe hier rot. Ne? Passt gut, schwarz, ne? Hier passend zu Scheibenrahmen, ne? Blau dazu passen. Ich glaube, wir sind das Traumpaar. Ne? Okay. Schreiben wir hier hin. Just mariniert. Warum bist du eigentlich alleinerziehend? Mein Mann ist gestorben vor 6 Jahren. Also nur mit Männern auftrittst auch, ne? Und die natürlich auch ihre tatsächlich Männerbünde schmieden und so weiter. Und, ja? Wurden die Stämme angezündet oder mit einem Mottfeuer quasi getrocknet?